Baumkuchenschicht für Schicht wird dieser Kuchen gebuckelt, ist aber trotz dein nicht länger im Ofen als ein NMNRE-Kittel-Tai, sondern sogar etwas schneller fertig. Allerdings benötigt man für diese Leckerei unbedingt einen sehr genauen Kuchenwecker und ungeteilte Aufmerksamkeit, sonst wird er zu dunkel. Für eine Kastenform, die Butter zerlassen, mit dem Zucker in eine 25 cm Schüssel geben und mit den Rührstäben des 250 Gramm Butter plus mehr Handrührgerät aufschlagen, bis der Zucker sich für die Form aufgelöst hat. Die Eier trennen, die Eigelbe 250 Gramm Zucker nach und nach zur Buttermasse geben, dabei 5 Eier weiterrühren. Mehl und Speisestärke mischen, 125 Gramm Mehl über die Eimasse 7 und unterrühren. Rum 125 Gramm Speisestärke und Zitronenschale dazugeben. Eiweiße steif 1 Esslöffel rumschlagen und unterheben. Abgeriebene Schale von 1,5 Bio-Zitrone, die Grilltemperatur des Backofens auf 250-150 Gramm dunkle Kuvertüre einstellen, den Rost auf die zweite Schiene von oben einschieben, so dass die erste Schicht Teig etwa 20 cm von den Grillstäben entfernt ist. Eine Kastenform ausbuttern und 11 Zweitel Esslöffel Baumkuchenmasse auf den Boden streichen. Im Ofen 2 Minuten 30 Sekunden backen, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist. Dann die nächste Schicht auf die Oberfläche streichen und wieder 2 Minuten 30 Sekunden backen. So oft wiederholen, bis der Teig verbraucht ist. Nach dem Backen der letzten Schicht den Ofen ausschalten und den Kuchen noch 5 Minuten darin stehen lassen. Herausnehmen, 10 Minuten abkühlen lassen und auf ein Kuchengitter stürzen. Die Kuvertüre erwärmen. Den erkalteten Kuchen damit überziehen. Tipp: Wer gern Marzipan mag, überzieht den kalten Kuchen mit einer dünnen Schicht Marzipanrohmasse und anschließend mit Kuvertüre. Auch mit weißer Kuvertüre schmeckt der Baumkuchen prima.